Hey Leute, hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 28. Let's Play of Leeches. Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich war mit uni Uniprüfungen und mehreren anderen Projekten beschäftigt, doch jetzt bin ich wieder da. Und ich weiß, ich hatte eigentlich versprochen, schon vor, ich weiß nicht, drei, vier Wochen oder so eigentlich ein Video zu machen. Hat sich jetzt alles nochmal ein bisschen verzögert, doch ich hoffe, dass wir jetzt wieder guter Dinge sind. Und genau, dann würde ich sagen, können wir hier starten. Ich habe hier schon die ersten Züge gespielt. Und wie möchte ich hier weitermachen? Okay, wir tauschen mal ab und wollen uns dann entwickeln mit Springer nach F3. Mhm. Er spielt sehr schnell. Hm. Ich könnte jetzt sowas ziehen wie D3, das wäre vielleicht etwas zurückhaltender, aber. Hm. Nein, ich spiele mal D3. Mhm. Okay, wir wollen uns einfach in Sicherheit bringen. Gut, den nehme ich mit. Und jetzt sortiere ich. Dann ist dieser Punkt gedeckt und Läufer nach F3 sieht recht interessant aus. Dann hat mein Läufer eine schöne Diagonale. Und ich weiß nicht, ob der Bauer da vorne so stark ist. Es ist noch offen. Also er hat bisher sehr, sehr schnell gespielt. So, jetzt würde ich mich gerne entwickeln. Turm nach E1 schwebt mir vor dann rochiert er wahrscheinlich aber ich denke Turm E1 ist ein solider Zug in der Stellung. Dann vielleicht sowas vorbereiten wie C3, vielleicht Läufer D2 und dann den Läufer auf diese Diagonale bringen ist vielleicht eine Idee. Hm. Okay, warum denkt er jetzt länger nach? Also eigentlich ist der Zug na, kleine Rochade doch recht naheliegend, genau. Okay, ich spiele recht zurückhaltend mit Läufer nach D2. Möchte das erst vorbereiten. Auch vielleicht mit so ein bisschen Plänen mit A3 und so ein bisschen Drohungen, obwohl sind da Drohungen. Spielen wir erstmal G3, der Läufer kann sich zurückziehen. Er darf nicht ohne weiteres C5 spielen, weil sonst äh, Läufer nach F4 ein Problem darstellt. Hm. Okay, spielen wir A3. Ach, das war's im Plan. Ja, das macht natürlich Sinn. Okay, dann attackieren wir einmal die Dame. So ein bisschen hängt auch der Bauer dahinter. Von daher probieren kann man es mal. Aber ich denke nach Dame nach Dein. Mhm. Hm. Ich weiß nicht, ob das ein so guter Zug war, aber ich sehe auch nicht, wie ich ihn direkt ausnutzen kann. Von daher gar nicht so einfach. Spielen wir erstmal den. Falls Turm hierhin kommt, dann können wir uns immer noch zurückziehen. Macht er aber gar nicht. Das ist interessant. Gut, wir haben immerhin die Linie, von daher so schlecht kann das eigentlich nicht sein. Na, eins weiter. Dahin habe ich als Plan vorgehabt. Hoffentlich klappt das auch. Ja, ich denke schon. Sieht eigentlich okay aus. Also, ich habe in der Stellung einen Hauch von Vorteilen und das ist diese Linie. Er hat bisher sehr gut gespielt, ähm, oder denke ich mal recht gut, ähm, aber fast ein bisschen schnell. Also ist ja gut gelaufen, aber trotzdem oft ist es gut, nicht zu schnell zu spielen. Ich hingegen habe vielleicht ein bisschen langsam gespielt, vielleicht hätte ich ein bisschen schneller spielen können, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden, denn jetzt habe ich diese Linie für mich. Und es wird gar nicht so einfach für ihn, die mir wegzunehmen. Jetzt spiele ich den mit der Idee der Turmverdopplung, falls er den spielt. Also ich weiß nicht, ob seine Stellung noch so gut ist, weil jetzt hat er hier ein Problem und da auch ein Problem. Also jetzt gewinne ich wahrscheinlich oder womöglich einen Bauern. Das könnte sein. Oder hat er hier noch ein Ass im Arme? Vielleicht Turm hierhin und er gibt hier was her, um dann hier unten vielleicht wieder Gegenspiel zu bekommen. Ist aber nicht so ganz klar. Ich meine, wenn ich den Bauern bekomme, dann... Hm. Okay, Moment. Was? Er gibt mir nochmal einen Bauern. Warum? Einfach so. Den kann ich zurücknehmen. Falls er mich hier angreift, kann ich den noch decken mit Turm nach B7. Und der Bauer läuft. Und Turm nach B3 kann notfalls noch den decken. Also von daher ist mir jetzt nicht ganz klar. Ja, jetzt hat er zu schnell gespielt. Das war jetzt, glaube ich nicht, dass er da jetzt durchkommt. Nach Turm B3 hat er nichts mehr, oder? Oder ist da noch was? Habe ich was übersehen? Vielleicht habe ich auch was übersehen. Ne, es sieht nicht so aus. Jetzt läuft doch der Bauer. Oder nicht? Möchte dahin kommen. Aber das wird ziemlich schwierig. Der Zug ist ein Problem, oder? Weil jetzt läuft der Bauer unerhörlich durch. Und oh, er gibt schon auf. Das war. Gut, das war vielleicht auch ein bisschen früh, sofort aufzugeben, aber ja, wobei, er kann eigentlich den Bauer nicht mehr aufhalten. Von daher wird es Turm hierhin hilft nicht mehr viel, dann hat, muss er mit einem Turm weniger spielen danach. Ich habe noch ein paar Züge davor gedacht, ob er es nicht schaffte, vor den Bauern zu kommen. Ich meine, ich glaube, Turm A1 war ein Fehler. Aber wenn er vielleicht Turm nach C1 probiert hätte und ich wieder mit sowas wie beispielsweise Turm A3 gekommen wäre, dann Turm hierhin, Bauer vor und dann kann er mit dem Turm nach A8. Aber das sollte, das sollte immer noch gewonnen sein, denn dann läuft dieser Bauer hier, deckt irgendwann diesen Bauern und wenn die verbunden da vorne sind und dann auch noch der Turm dahinter, also dann... Äh, dann wird es schon sehr brenzlig, dann braucht der Turm nur noch nach oben kommen. Ich muss mal schauen, könnte ich das hier zeigen? Also angenommen. Ah, Analysebrett. Schauen wir doch mal. Ähm, ah doch, der Computer sagt auch Turm mal nach A1. Geht Turm nach C1. Ach so, da läuft das sofort. Ha. Da läuft das sofort. Und das Problem ist, Turm nach B8 verhindert. Aha. Weil auf den kommt Turm B8. Genau. Turm B8 blockiert hier. Ah, das ist ja. Das ist ja interessant. Okay. Na, Also dann blieb ihm wohl nichts Besseres an der Stelle übrig, aber das war für Weiß wohl sowieso an der Stelle schon gewonnen. Ich denke, der Fehler war, dass er mir ähm, hier den Bauern gegeben hat. Danach ist alles so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Und diese Linie, die ich hier äh, eingenommen habe, die war letztlich ziemlich wichtig und äh, vielleicht auch spielentscheidend. Ich weiß nicht, ob es da schon, können wir mal schauen, war es da schon gewonnen. Bisschen zurück. Wo war die Stelle? Also, ich denke, hier sieht alles gut aus für Weiß. Ähm Aha, ja, das ist interessant. Der Computer sagt hier tatsächlich schon eineinhalb Bauern Vorteil. Also, ich stehe hier besser, das war mir schon klar, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es eineinhalb Bauern sind. Vielleicht, vielleicht ein 0,7 Bauern, 0,8, irgend sowas hätte ich jetzt geschätzt. Aber es sind tatsächlich 1,5 Bauern. Und, ah, okay, und hier, sind, hier ist es ein Bauer. Ja, G6 war auch ein seltsamer Zug. Was? Achso, ich wollte mit dem König raus. Hier. Wahrscheinlich irgendwie in die Richtung. Genau, also so viel zu diesem Let's Play. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt nach längerer Abstinenz bin ich wieder für euch da und freue mich, mit euch zusammen Schach zu spielen und ähm, weitere Let's Plays zu machen auf Lichess. Und es wird auch noch ein Lehrvideo kommen, das ist auch schon geplant. Ähm, zu der Amateurspielen besiegen Videoreihe, da kommt äh, demnächst auch dann noch ein neues Video und äh, mehrere Let's Plays. Von daher könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auch drauf ähm, und bin jetzt wieder sozusagen da. Ähm, genau und freue mich auf spannende Partien auf lichess Okay, also dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn du mehr so Videos sehen willst, dann wie immer abonniere den Kanal. Ich hoffe, dir hat es gefallen und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.